Dankeschön, Dankeschön. Der Kreisky, der würde ganz schön stolz auf mich sein, ne? Wie ich da mit den Größen der Weltpolitik verhandle, bitte. Gestern habe ich den ganzen Abend mit dem Barolo verbracht. Freundschaft! Freundschaft! Servus, Herr Bürgermeister. Alter, ich habe gestern auch eine lange Sitzung gehabt. Allerdings mit Professor Zweigelt. Du. Michael. Ja. Wenn der Putin jetzt dann kommt, ja, dann red nur ich. Ist das ja, eh klar? Wenn's glaubst, dass man so das russische Gaspöllicher kriegen, Piste. Stress wird die genosse Bundeskanzler. Da, da, da. Michael, was hat er gesagt? Was? Strastwitsche, das heißt doch wie Dere. Okay. Strastwitsche, Herr Putin, ja? Egal. Wir Österreicher haben noch nicht vergessen, wie sie die Olympischen Spiele für Sochi erkauft haben, ja? Ich weiß schon, ja, ja, lachen Sie, ich weiß schon, Geld regiert die Welt, aber wir Österreicher, wir sind nicht käuflich, ja? Und wir lassen es uns nicht länger bieten, in der Geiselhaft ihrer russischen Gasmafia zu leben, ja? Ich verlange sofort ein billig Gas für alle. Ruski, go home! Ruski geht in seine Datscha, aber Ruski ist nicht weich ein. Alfred Oswaldowitsch, zieh dich warm an, das wird haben, Nachspiel! Na, hoffentlich wird's ein Nachspiel haben, billiges Gas, prompt! Frell, und du glaubst, so gibt uns der Russ einen Rabatt, ne? Du, ich will keinen Rabatt, ich will ein gratis Gas für mein Volk. Ja, naja, aber unter uns gesagt, diplomatisch war das Gespräch mit Putin ja nicht gerade, ne? Diplomatisch, ja? Bitte, du warst dein ganzes Leben lang nur in Wien, du hast nie so wie ich in der Sozialistischen Internationale deine Lehr- und Wanderjahre gemacht, ja? Ich weiß halt, wie man international parliert, ja? Naja, spätestens im Winter werden wir es wissen, wenn uns international der Arsch schon friert. Thank you.